Ja, haben wir in den letzten Monaten haben die Wirtschaftsprüfer die Ausgaben analysiert vom FC St. Gallen. Was ist da rausgekommen? Die Prüfung selber hat ergeben, dass wir zuerst einmal einen Halbjahresabschluss ist abgenommen worden. Wir haben einen Verlust von 358'000 Franken. Das ist ein Betrag, der negativ ist, aber aufgrund des Fakt, dass wir die Jeti verkauft haben, nicht bis auf 2 Millionen gegangen ist. Konkret heisst das aber auch für uns, dass wir an dem strukturellen Defizit arbeiten müssen. Was ist alles unter die Lupe genommen worden? Also auf welchen Bereich hat man sich da konzentriert? Ja, wir haben drei Bereiche. Zuerst einmal haben wir eine allgemeine Standardbestimmung gemacht im Verwaltungsrat. Wir haben nachher zusätzlich den Halbjahresabschluss formell ordnungsgemäß abgenommen und wir haben noch im Bereich von Detailprüfungen vier Bereiche angeschaut. Das sind Zahlungen, Verträge, wir haben die Spesen und die Löhne angeschaut. Sie haben da dann auch müssen feststellen, dass nicht immer ganz super geschafft worden ist. Inwiefern? Es sind, wenn man handeln tut im Kern selber, dann wird geschafft und wo geschafft wird, fallen die Späne. Konkret geht es darum, dass man gewisse Vertragsunterzeichnungen kann sich überlegen kann, ob die sinnvoll und gescheit sind. Das sind Beispiele. Es sind gewisse Sachen, Bewertungen gemacht worden, die in einer Bilanz, die man jährlich machen tut, die man interpretieren kann, die wir aber anders interpretiert haben. Das sind so zwei Beispiele. Was für Konsequenzen haben jetzt die Ergebnisse von dieser Untersuchung? Das erste Mal haben wir, wie wir gesehen haben, gewisse personelle Themen behandelt. Also wir haben konkret uns von ausgewählten Personen getrennt. Das hängt aber nicht zusammen, dass die etwas falsch gemacht haben, sondern dass wir den Neustart möchten, in Angriff nehmen. Weiter war es so, dass wir finanziell die Bereinigungen gemacht haben. Und wir haben natürlich an dieser Stelle eine riesige Auswahl an Themen im Bereich von Prozessen und Organisationsveränderungen, wie beispielsweise, dass wir den FC St. Gallen AG mit der Event AG zusammentragen, dass wir gemeinsame Büros haben, um auch die finanzielle Basis wieder stärken zu können. Gibt es auch strafrechtliche Konsequenzen, die auf jemanden zukommen? Nein, strafrechtliche Konsequenzen gibt es nicht. Es gibt gewisse Massnahmen, die wir ergriffen haben, um gewisse Sachen zu klären, aber die sind absolut nicht strafrechtlich, wird da belangt. Um wie viel Geld geht es denn, das jetzt auch vielleicht unrechtmässig geflossen ist in den letzten Monaten? Es sind kein Geld unrechtmässig geflossen. Okay. Jetzt beziehen Sie immer noch ehemalige Löhne. Um wie viel Geld geht es da? Wir haben aktuell im ersten Halbjahr von dieser Saison 2017-2018 haben wir 400'000 gehabt. Die 400'000 haben wir auch fürs zweite Jahr etwa noch zu finanzieren. Gewisse Verträge laufen bis Mitte 2019. Als solches. Wir sind jetzt mit den verschiedenen Exponenten dran, Lösungen zu suchen. Und ich bin aber zuversichtlich, dass wir dort je nachdem eine Kurzfristlösung suchen oder dann mittelfristig eine Einigung haben. Die Personen, die das haben, haben aber sicherlich auch die Möglichkeit, eine neue Anstellung zu haben. In diesem Fall wären die Belastungen nicht mehr beim FC St. Gallen.